ein paar Home-Interior-Neuzugänge. Ihr wisst, ich interessiere mich total für Einrichtungen, Deko, am liebsten immer für andere, weil ich mich bei mir selber immer sehr, sehr schwer entscheiden kann. Aber deswegen dachte ich, ich zeige euch einfach mal so ein paar Sachen, die ich jetzt schon länger habe, ein paar Sachen, die ich neu habe. Bei einer Sache könnt ihr auf jeden Fall mitentscheiden, da weiß ich nämlich noch nicht genau, welche ich behalte, ob ich was davon behalte, aber ich dachte, ich zeige euch das einfach mal. Das ist jetzt alles von H&M Home, ist keine Zusammenarbeit oder so, aber ich muss sagen, ich bestelle meistens bei dem, entweder bei dem anderen großen Schweden, nicht bestellen, sondern kaufen, aber da das jetzt in den letzten Monaten ja so ein bisschen schwieriger ist und manchmal ist die Auswahl auch nicht so dolle, bin ich sehr, sehr oft auch auf H&M Home unterwegs. Ihr könnt mir auch gerne mal eure liebsten Shops schreiben für Möbel, für Deko, fürs Einrichten. Was große Möbel angeht, habe ich da jetzt mich noch nicht so umgeschaut. Da fangen sie ja jetzt auch irgendwie so an, Tische, Stühle und sowas anzubieten. Aber halt Deko und so ist wirklich unschlagbar, sehr, sehr oft auch im Sale. Da habe ich jetzt auch wieder ein paar Sachen nachbestellt und deswegen dachte ich, ich zeige es euch mal, solange es noch irgendwie hoffentlich im Online-Shop ist. Und ich würde sagen, wir beginnen, also ich habe wirklich, glaube ich, für jeden Raum irgendwie etwas. Vielleicht mit dem hier. Und zwar wollte ich unser Bett irgendwie so ein bisschen umgestalten. Wir haben ja so ein braunes Massivholzbett und irgendwie will ich da so ein Hotel-Feeling machen. Was mir dazu noch fehlt, ist so richtige Hoteldecken und Hotel so Kissen, aber hinten. Also nicht die, auf denen wir schlafen, haben wir ja so spezielle Kissen, für wie wir liegen. Aber quasi so, wie das dann dekoriert ist, wollte ich das halt so richtig im Hotel-Style haben. Und da hatte ich diese Kissen hier entdeckt bei H&M. Das sind so ganz leichte Samtkissen in so einem Cremeton. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, weil das hier ist richtig weiß, mein Oberteil. Und das hier ist so ein Off-White, leichtes Creme. Und ich fand schön, dass es hier so satiniert abgesetzt ist. Und die sind auch richtig, richtig groß. Ich wollte nämlich dann zwei oder drei Kissen an das Bettteil, also an den Kopf, dran lehnen. Und fand die irgendwie total schön. Die sind aus der Classic-Kollektion. Aber das Einzige, was ich nicht so toll finde, ich habe noch ein Kissen dazu gekauft. Das ist mir, glaube ich, zu wackelig. Ich glaube, in Hotels sind die immer so ein bisschen steifer, oder? Weil ich habe Angst, dass wenn ich irgendwie aus dem Raum gehe, das nächste, wenn ich reinkomme, das so total eingesackt aussieht. Aber ja, prinzipiell finde ich das richtig, richtig schön. Sieht so, weiß ich nicht, luxuriös aus. Gleichzeitig aber trotzdem jetzt nicht dunkel oder so, sondern in einer schönen hellen Farbe. Also hat mir richtig gut gefallen. Passend dazu habe ich mir nämlich noch zwei so Bettüberwürfe, heißt es so, bestellt, die dann an das Ende vom Bett kommen. Ich hatte mir ja letztens sowas eigentlich bestellt, aber das war irgendwie zu klein. Das ist jetzt was, was ich eher auf dem Balkon oder im Wohnzimmer benutze. Aber ich wollte halt einen Überwurf haben, der richtig lang ist, also komplett übers ganze Bett drüber geht. Und die waren immer so oft ausverkauft und jetzt habe ich halt letztens nochmal nachbestellt, weil ich eine Benachrichtigung bekommen habe, dass die wieder drin sind. Das ist übrigens bei H&M leider sehr, sehr oft der Fall, bei mir zumindest. Dass Sachen, die ich haben will, irgendwie sehr, sehr lange nicht im Sortiment sind, ausverkauft. Und dann, wenn da steht, also wenn ich eine Benachrichtigung bekomme, ist jetzt wieder drin. Innerhalb von 2 Minuten muss ich handeln, ansonsten ist es sofort wieder ausverkauft. Egal, auf jeden Fall habe ich hier den ersten von diesen Überwürfen, Decken, Tagesdecken. Und diese Decke ist mega lang, das ist so cool. Die ist wirklich viel, viel länger als die, die ich sonst habe. Also es geht hier weiter und hier weiter und hier weiter und hier weiter. Aber ich fand das so schön, dieser Taubton in diesem Waffelmuster. Das fand ich richtig, richtig schön. So hat so was Natürliches an sich. Passt, finde ich, auch an sich sehr, sehr gut zum Stil generell. Irgendwie passt es auch zu meinem Hemd hier. Und das ist halt so ein bisschen die hellere Variante. Also entweder würde ich das halt übers Bett legen oder, das war auch ganz lange ausverkauft, das ist dieser Überwurf hier.
Der hat, glaube ich, ein bisschen andere Maße, aber ganz sicher bin ich mir jetzt gerade nicht. Gucken wir gleich mal, wenn ich es aufs Bett lege. Aber der ist auf jeden Fall dünner als der andere. Der andere ist wirklich so ein bisschen dicker. Der hier ist dünner und hat aber auch so ein ganz leichtes Muster. Und ich fand aber ganz schön, dass der so in so einem Schoki-Braun war, weil das habe ich irgendwie noch gar nicht so im Zuhause hier. Passt aber eigentlich ganz gut zum Bett an sich. Und sonst haben wir ja immer sehr helle Bettwäsche. Und dann dachte ich, das kann ich mir irgendwie auch ganz gut vorstellen. Ja, eins von den beiden wird es auf jeden Fall. Welches es wird, das weiß ich jetzt noch nicht. Übrigens, wie macht ihr das im Sommer? Weil wir haben jetzt unsere Decken, also das drinnen, haben wir rausgetan, weil es einfach viel zu heiß ist. Deswegen habe ich auch übrigens heute meine Haare einfach so nach oben gesteckt, weil es einfach 30 Grad gerade sind. Wir haben einfach nur jetzt die Bettlaken auf dem Bett. Sieht halt nicht so schön aus, aber ich meine, für alles andere ist es einfach gerade viel zu heiß. Okay, dann haben wir ein paar Sachen für Küche, beziehungsweise. Nee, hier haben wir noch was fürs Bad. Oh mein Gott, die fand ich richtig schön. Und zwar passt es perfekt zueinander vom Design. Und zwar wollten wir so neue Gästehandtücher oder so Handtücher. Und die sind so weich. Oh mein Gott, ich habe die gesehen. Gleiches Spiel in Grün, die sind immer ausverkauft. Und jetzt habe ich zumindest, also eigentlich wollte ich die in allen Größen haben, gab aber nur die. Wollte ich eben, ist schon, ne, zum Hände abtrocknen haben. Und ich finde, diesen ist, wie heißt, so ein Beige-Ton. Also die Decke ist so ein bisschen mehr kühl. Könnt ihr das sehen? Das ist wirklich so ein schöner Beige. Und das fand ich so schön. Auch wieder dieses Waffelmuster, aber so ein leicht anderes Muster. Und hat hier auch so Fransen unten, also super boho, erinnert mich so krass an Tulum. Aber ich dachte, das ist so ein bisschen hart. Das ist so weich, oh mein Gott. Also das finde ich, sieht so hochwertig aus. Hat hier auch so eine Schlaufe, dass man das schön dranhängen kann. Also falls ich noch welche davon finde, werde ich mir auf jeden Fall mehr davon bestellen. Da waren jetzt, glaube ich, nee, das war einzeln. Und der Rest ist jetzt für die Küche bzw. das Esszimmer. Und zwar, ich hole das mal kurz ran. Da habe ich mal was vorbereitet. Das sind alles Sachen, die ich schon länger habe. Als erstes werde ich oft gefragt, wenn ich das hier zeige, wenn ich Essen mache. Und zwar sind das so, es war ein Dreier-Set, glaube ich. Und ich finde halt dieses, ich weiß gar nicht, ob das Olivenholz ist, aber so dieses rötliche Holz fand ich total schön. Sieht einfach so super rustikal aus, gerade auch mit der Farbe hier in Kombination. Dann hatte ich neues Besteck gekauft. Ich hatte euch ja das erzählt. Ich hatte eigentlich alles in Gold bestellt, wie diese Löffelchen hier. Übrigens habe ich die in den Geschirrspüler getan, auch wenn man das, glaube ich, nicht machen sollte. Aber ich habe es trotzdem getan und bis jetzt ist noch nichts passiert. Und ich hatte mir auch großer Löffel, Gabel und Messer in Gold bestellt, kam aber so an. Aber dann hatte ich euch erzählt im Vlog, das kam mir so zusammen und ich dachte, irgendwie sieht das total cool aus und hat mir gut gefallen. Deswegen habe ich dann noch mehr davon bestellt. Es ist in so einem, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, Gunmetal, Anthrazit. Es ist nicht ganz schwarz. Genau, das finde ich irgendwie sehr, sehr cool einfach. Und dann habe ich jetzt gerade das hier nochmal bestellt. Das hatte ich euch ja schon im Vlog gezeigt. Und zwar sind die gerade im Sale, aber kauft es mir nicht alles weg. Es war nämlich schon auch wieder 80% ausverkauft. Diese Teller hier sind einfach wunderschön. Ich bin so froh. Ich habe jahrelang die gleichen gehabt und die waren halt schon so total zerkratzt, waren weiß und sahen aber eigentlich nicht mehr so richtig weiß aus. Und immer wenn ich irgendwie euch Essen zeigen wollte, wollte ich es nicht zeigen, weil ich die Teller so blöd fand. Und jetzt habe ich mich eben mal für diese hier entschieden und ich finde, die sind so schön, weil die so. Könnt ihr das sehen? Nicht so perfekt sind, sondern so ein bisschen, ja, wie so handgemacht in diesem wunderschönen Ton, der zu allen Farben hier passt, meinem Hintergrund und allen Textilien, die ich euch gerade schon gezeigt habe. Das ist jetzt der tiefe Teller. Die benutzen wir mit Abstand am meisten, deswegen habe ich davon auch ein paar mehr bestellt. Und dann in dem gleichen Set habe ich nochmal den kleinen Teller. Das ist sowas, was wir am Wochenende benutzen für Brötchen oder so. Nochmal den tiefen, den flachen, großen Teller. Aber die sind alle drei jetzt gerade im Sale, deswegen habe ich da zugeschlagen. Und bevor das Video online geht, werde ich noch mal gucken, ob ich noch mehr kaufen kann, weil wie gesagt, es war schon fast wieder alles ausverkauft. Dann habe ich zwei Geschirrtücher
Modelle. Und so habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, dass ich immer dreckige Geschirrtücher habe und sie immer wasche und wasche und wasche. Und bei uns hängt es ja so über dem Ofen und man sieht das relativ schnell. Deswegen wollte ich ja, dass die auch schön aussehen und bin immer auf der Suche und habe dann diese hier entdeckt. Die fand ich eigentlich ganz cool. Die sind vor allem richtig groß. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber die sind unglaublich groß. Auch wieder in diesem Beige-Ton kariert einmal und einmal dahinter liniert. Liniert, gestreift auch genannt. So einen Taub, nicht Taubton, aber so ein kühleres Beige und dann weiße Streifen oder weißes Karo. Und das ist eben ein Zweierpack. 50x70 steht hier da. Und die fand ich total süß. Ist auch ein Zweierpack, aber die sind halt wirklich mini klein. Und zwar, ja, sind das diese Tücher hier. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, ob das jetzt auch Gästehandtücher waren oder Geschirrtücher, weil die sind halt super klein. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, weil wie gesagt, ich habe so oft, dass ich irgendwas in meinen Warenkorb stecke und dann steht da nicht mehr drin und wir benachrichtigen dich, wenn es wieder da ist. Und deswegen habe ich einfach jetzt alles bestellt, was gerade wieder reingekommen ist. Ich glaube, das waren doch auch Gästehandtücher. Aber so oder so ist es vom Material wieder so dieses leicht weiche, aber auch ein bisschen härtere Material, so leinenartig. Kann man wahrscheinlich für beides benutzen. Aber hier ist so ein ganz leichter Frottee-Anteil, würde ich sagen. Deswegen würde ich meinen, es ist eher ein Gästehandtuch. Hat hier auch so eine Schlaufe. Und diese super schönen, wie heißt das, Tasseln? Genau. Fand ich super, super süß. Und als letztes habe ich mich im Moment total verliebt, wenn ich so auf Instagram sehe, dass jemand isst mit Tischdecke. Weil ich finde, also wir brauchen einen neuen Esstisch auf jeden Fall. Unserer ist auch viel zu klein und so. Aber manchmal sehe ich mich auch satt an diesem Holzton. Und ich fand es total schön. Teilweise war das auch so ungebügelt, so dieses, ja, Andannen, dieser Stil. Einfach so eine frische Tischdecke auf den Tisch und dann mein wunderschönes Besteck drauf und das Geschirr. Und das habe ich mir richtig schön vorgestellt. Dachte ich, probiere ich mal. Das ist jetzt 140 cm mal 320, weil wir einen neuen Esstisch bestellt haben. Der ist auf jeden Fall wesentlich größer als der, den wir jetzt haben. Aber es dauert wahrscheinlich noch eine Weile. Aber ich wollte trotzdem die Tischdecke jetzt bestellen, wo sie gerade mal online war. Und das ist eben auch so Leinen und aus dieser Premium-Reihe. Könnt ihr das sehen? Stelle ich mir richtig toll vor. Ja. Und das sind alle Sachen, die ich neu habe, die ihr jetzt so noch nicht gesehen habt oder nicht so oft gesehen habt oder die jetzt gerade im Sale sind. Genau, das wollte ich euch mal zeigen. Ich habe im Moment total Bock auf so Interior-Content und irgendwie alles, was mit zu Hause zu tun hat. Lasst mir gerne mal da, was ihr so Neues euch angeschafft habt zu Hause. Welchen Stil habt ihr vielleicht gerade für euch gefunden? Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.